Hallo und zu einem weiteren Video. Ich bin MeinMeter99 und jetzt zeige ich euch mein neues Raumschiff. Ja, schon wieder eins gebaut. Das war gestern, das war heute. Und zwar die Lazarettfregatte L3. Die hat etwas anderes an sich. Zwar, dass sie keinen richtig sichtbaren Warpantrieb hat. Dafür 4 große Rückstoßtriebwerke. Und dass hier oben ein rotes Kreuz drauf ist. Und dass hier auch ein rotes Kreuz drauf ist, kennzeichnet sie als, naja, medizinisches Schiff. Und zwar ist hier oben die Brücke und nicht das. Das ist nur die taktische Station, von der aus man Feuerbälle abfeuern könnte. Sorry. Naja, jetzt gehen wir zuerst mal in den Hangar. Was eigentlich mehr ein Dock, eine Dockingstation ist. Nun ja, mit den roten Markierungen aus Redstone, die eigentlich hauptsächlich dafür da sind, dass die Lampen funktionieren. Na dann, gehen wir weiter in den mittleren Teil. Wieder Lampen an den Seiten. Jetzt gehen wir runter. Dann in 2 lange Gänge mit Lampen an den Seiten. Es gibt nämlich noch so einen hier, sind identisch. Vorne kommt man in das Wohnzimmer des Captains. Ja, und das könnte sein, dass er gleichzeitig Oberarzt ist. Darum gehen wir jetzt wieder zurück. Schnell, 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 schnell. Und zeigen den Rest noch der Etage, der Eingangsetage. Ja, und zwar befinden sich hier die Stasiskammern zur Aufbewahrung von, naja, Leuten, die halt in Stasis versetzt wurden. Kann man hier öffnen und schließen. Vier Stück sind's. Dahinter befindet sich ja schon der Antrieb. Da gehen wir hoch. Das Schiff ist nicht besonders groß, aber es hat was Schönes an sich, dass man überall hin kann. Naja, das quatsche ich jetzt für Scheiße. Keine Ahnung. Und hier seht ihr die Krankenbetten. Ja, die Krankenbetten für die, die es erwischt hat. In einen weiteren Raum. Dieser Raum ist der Schlafraum für das Personal. Für die Ärzte und so. Hier geht's weiter zur taktischen Station. Also, wenn beispielsweise die Lazarettfregatte von Feinden bedroht wird, braucht man einfach nur einen Hebel umlegen. Aber jetzt merkt man nichts, weil die Munition leer ist. Mal nicht verkackt dauernd hier rauszugehen. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt werden wir da hinten nochmal schnell den Maschinenraum besuchen. Der ist ziemlich klein und hat einen Warpkern. Und eine kleine Konsole, wo man alle möglichen Sachen eintippen kann. Das war der Maschinenraum. Der ist natürlich mikroskopisch klein im Gegensatz zu der da drüben. Nun ja. Das war ja schon fast das ganze Schiff. Es fehlt eigentlich nur noch die Brücke. Ja, die Brücke, die existiert auch. Und zwar hier oben. Hier der Sessel vom Captain. Hat man genau den Blick hier vor. Da rammt man den. Ich mag nämlich meistens hier die oben befindlichen Brücken mehr, weil man da halt, ja, man sieht die Front vom Schiff und weiß, dass man es nicht anrammelt. So, eigentlich war es das auch schon wieder von diesem Schiff. Und wenn hier jemand sagt, das ist einfach gewesen, naja, so einfach war es nicht. Der soll das erst mal selber bauen. Naja. Ich sag jetzt noch nicht ciao ciao, weil es halt noch nicht so weit ist. Ich sag ja auch so, eigentlich so oder so, nicht ciao ciao. So. Jetzt gucken wir uns das ganze Ding nochmal von außen an. So, was euch daran gut gefällt und was nicht, schreibt es in die Kommentare. Ich möchte gerne wissen, dass ich beim nächsten Schiff besser machen kann. Jetzt gucken wir uns nochmal schnell den Antrieb an. Naja. Großes Ding sieht aus wie so ein Face. Das ist da unten auch noch was ist. Naja. Hier oben sind nämlich integrierte Warp-Antriebe drin. Darum sind die Dinger so lang. Ja, das hier braucht sowas, ne?
Das ist ja auch ein Schlachtkreuzer. Und der könnte nämlich, könnte, wenn das vordere taktische Ding dran wäre, mit diesen in den Hangar von diesen gehen und sich bei und dort beispielsweise Verletzte rausholen. Wohl, das könnte reinpassen. Na dann, sage ich euch, zockt lang und in Frieden. Ciao.